Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Geschrieben von J.K. Rowling, gelesen von Ducky LP. Eulenpost. Harry Potter war in vielerlei Hinsicht ein höchst ungewöhnlicher Junge. So hasste er zum Beispiel die Sommerferien mehr als jede andere Zeit des Jahres. Zudem wollte er in den Ferien eigentlich gerne für die Schule lernen. Was mit dem falsch? Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Play Harry Potter Hogwarts Mystery mit mir, dem Dougie LP. Ja, und das könnte ich jetzt theoretisch auch nochmal neu machen, aber Unprofessionalität ist ja eigentlich kein Ausschlusskriterium auf meinem Kanal, von daher egal. Also, wir haben in der letzten Folge hier diese wundervolle Aufwärmparty abgeschlossen, eine Party von unseren Mitschülern für das Quidditch-Team, um uns aufzuwärmen und uns zu betrinken, was so einem Spiel wenig Sinn macht, aber ja, das sieht das Spiel offensichtlich ganz anders. Aber egal, Leute, ich habe letzte Folge wieder viel mit Penny geredet und das ist die Hauptsache und ich freue mich darüber sehr. Und ja, wir werden heute natürlich weiter im Text auch mit der Quidditch-Aufgabe machen, denn wir sind aktuell in Kapitel 8, das erste Spiel, und auf das Spiel vorbereiten. Und ja, Leute, heute in dieser Folge werden wir auch das allerletzte Kapitel von Kapitel 14 machen, also die letzte Aufgabe davon. Dann wird es ja darauf ankommen, wann das nächste Kapitel freigeschaltet wird, aber das werdet ihr dann ja sehen. Und sollte das nächste, also Kapitel 15, schon online sein, wenn ihr diese Folge hier gerade seht, könnt ihr euch sicher sein, dass nächste Woche auf jeden Fall das neue Kapitel weitergemacht wird. Nur, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. So, aber wir beginnen mit dieser Aufgabe hier auf das Spiel vorbereiten. Let's go! Oh, habe ich diesmal Klamotten an? Lol, ich habe einfach wirklich Klamotten an. Das ist ja der Wahnsinn. Und ui, Sky sieht in diesen Klamotten echt schnieker aus. Und ey, ist das der Junge mit der Gesichtsbemalung ohne Gesichtsbemalung? Nee, kann ja gar nicht. Hi, wer bist du? Ich habe gerade nicht der Hüter gelesen, Leute. Schreibt mal, oder nee, schreibt es besser nicht in die Kommentare, was ihr glaubt, was ich gelesen habe. Könnt ihr euch denken, was ich hier gerade stattdessen egal. Komm, Dani, solche Witze darfst du in deinen Videos gar nicht machen. Ich brauche mehr Besenwachs. Wer hat Besenwachs? Ich nicht. Hallo, du Mitspielerin, die ich nicht kenne? Jemand meinte, Rev sei auf der Tribüne. Ist sie dort? Kein Plan, wer Rev ist, aber ja, keine Ahnung. Hallo, Orion, du Zwiebel. Da bist du ja. Wir haben gerade über dich gesprochen. Nur Gutes, hoffe ich. Aha. Natürlich. Zumindest 99,3% davon war sehr positiv. Das reicht mir. Was sind die anderen? Ja, was sind die anderen? Worum ging es bei den anderen 0,7%? Fehler, Spielraum. Oh, er ist zumindest ehrlich, Leute. Das muss man ihm zugutehalten. Was auch immer das heißen soll. Hört zu, es gibt immer etwas Raum für Verbesserungen. Nein, ich bin perfekt. Aber was passiert, wenn irgendwann der Raum ausgeht? Das sind interessante Fragen, die Orion da stellt. Das könnte er als... Ey, Orion, hast du schon mal überlegt, ein Thema für LBH bereitzustellen? Du hast echt gute Fragen drauf. Zerbrich dir nicht den Kopf, Kapitän. Wir sollten losgehen und unser erstes Quidditch-Spiel gewinnen. Das ist es also? Die Zeit ist gekommen? Jetzt sofort? Ja, wie fühlst du dich damit, das Schicksal des Teams in deinen Händen zu halten? Je mehr du das erwähnst, umso schlechter. Ich bin bereit, ich bin unvorbereitet. Nein, Leute, kommt. Erstes Spiel. Oh, Klamotten richten soll, ne? Oh Mann, Leute, ich bin so voller Tatendrang. Oh mein Gott, wir werden so abgehen. Oh mein Gott, ich bin voll bereit. Ich bin bereit, auf das Feld zu gehen und die wichtigsten Entscheidungen für unser Spiel zu treffen. Genau. Boah, Leute, ey, ich bin voller Tatendrang. Ich war 77% überzeugt, dass du das sagen würdest, dass du bereit bist. Jetzt redest du wie ein Parkin, umwerfend. Ich wusste, dass du bereit sein wirst, wenn die Zeit kommt. Also Leute, lasst uns zusammenkommen für ein bisschen Anregung, okay? Bevor wir auf das Feld fliegen. Ja, genau. Daniel kann halt einfach auch nicht mehr lesen, Leute. Er ist so voller Tatendrang, dass er die Wörter einfach verschluckt. Ein bisschen Anregung? Meint er nicht vielleicht sogar Erregung? Was labert der? Aufmunterung. Orions Ansprachen sind angeblich legendär. Deshalb bin ich hier. Dann bin ich jetzt mal sehr gespannt, was Orions Rede sein
Er braucht halt einfach 8 Stunden dafür. Ist das sein Ernst jetzt? Ja, moin, los geht's. Orion, magst du mir mal gerade kurz erklären, warum du 8 Stunden brauchst, um uns zu erzählen, was Sache ist? Und, ja, kannst du uns eventuell das ein bisschen schneller erzählen? Wir wollen hier nicht 8 Stunden rumstehen. Mir schlafen die Beine ein. Und mir ist langweilig. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass Sky so einen genervten Gesichtsausdruck macht, auch wenn ich sie nur von hinten sehe. Aber ihr kennt ja diese Mimik, wenn sie dann so nach oben schielen, ne? Ich glaube, das macht sie. Ich glaube, den Move bringt sie gerade wirklich. Nur das Spiel filmt sie halt nur von hinten. Aber ich glaube, es ist dieselbe Animation, die da gerade abläuft. So wie der Kopf so hin und her wippt. Ja, ja, definitiv, Leute. Definitiv. Sie ist angepisst. Sie ist mega angepisst. Aber die anderen Leute sehen ja auch nicht gerade mega begeistert aus. Also, sie sieht eher verstört aus. Er sieht confused aus. Sie ist eher anteilslos, genauso wie sie. Sky ist genervt. Ich bin irgendwie ein bisschen neugierig, glaube ich. Und er... Ja, ich glaube, er ist ziemlich scharf auf Orion. Kann das sein, Leute? Schreibt es in die Kommentare. Überlegung, und mir wird schon wieder nicht angezeigt, wie viele Sterne ich habe. Ey, diese Quidditch-Aufgabe ist so verbuggt. Hogwarts Mystery. Ich weiß ja, dass du meine Videos schaust. Los, mach mal bitte das so, dass ich in den Quidditch-Aufgaben auch sehe, wie viele Sterne ich schon freigeschaltet habe, damit ich nicht unnötigerweise zu viele ausgebe, auch wenn es wahrscheinlich in deinem Interesse liegt, dass ich das tue. Ja, wahrscheinlich. Naja, aber wir gucken einfach mal, dass wir jetzt gegen Ende nicht so hohe Punkte nehmen. Ah, wir haben es geschafft. Sehr nice. Mit einer 2-Punkte-Aufgabe. Das heißt, wir haben höchstens einen verschleudert. Anders geht es nicht. Nice! Und dafür kriegen wir nochmal ein paar Münzen. Dankeschön, Spiel. Die Zeit ist gekommen, meine Teamkollegen. Nicht vergessen, für dieses Spiel kommen unsere Ansagen von Daniel, sobald wir abheben. Lasst uns auf das Quidditch-Feld gehen und Hufflepuff stolz machen. Juhu! Yeah! Oh, cringe. Mist, ich muss in meine Sprecherkabine gehen. Ich wünsche euch allen ein fantastisches Spiel. Gebt mir etwas zum Kommentieren. Blendet mich in eure... Was? Blendet mich mit eurer Strategie. Und ganz besonders freue ich mich darauf zu sehen, was du dort draußen tun wirst, Daniel. Danke, Murphy. Ich glaube, ich werde Quidditch spielen. Es geht los, Daniel. Wir zählen alle auf dich. Ich werde mein Bestes geben, um niemanden zu enttäuschen. Oh oh. Du hast das Zeug dazu, das Richtige zu tun, Daniel Granger. Ich werde mich daran erinnern, Kapitän. Oh, Madame Hooch. Worauf wartet ihr alle? Das erste Spiel beginnt jetzt. Yay, Leute. Das erste richtige Quidditch-Spiel der Saison. Okay, Zeit für eine Entscheidung. Ich muss auswählen, was ich auf dem Feld tun werde. Oh Gott. Oh Gott. Und die Kamera fährt immer näher. Das wird ja richtig gruselig, Leute. Parkins Pinzette, der Timberlake-Wechsel oder inspiriertes Besensurfen? Ich glaube, ich werde mich ganz einfach für Parkins Pinzette entscheiden. Weil dann hat Parkin das, was sie will, also Sky. Und es ist ja eigentlich auch eine gute Taktik, weil, ja, sie ist von Sky. Und es wurde die ganze Zeit im Spiel kommuniziert, dass sie eben eine gute Spielerin ist. Also würde ich jetzt mal sagen, Parkins Pinzette. Ich werde Parkins Pinzette einsetzen, wenn es besonders darauf ankommt. Ich möchte mit meinem Kopf entscheiden und eine vernünftige Entscheidung für das Team treffen. Parkins Pinzette ist das richtige Manöver. Sollen wir davon ausgehen, dass Sie Ihre Geschwindigkeit für das Spiel aufheben, Mr. Granger? Tut mir leid, ich komme, Madame Hooch. Also, ich meine, ich erscheine. Ich bin bereit für mein erstes Quidditch-Spiel. Okay. So, Leute, wir haben uns auf das Quidditch-Spiel vorbereitet und jetzt geht es darum, zur Teambesprechung gehen. Das habe ich doch gerade. Als ob. Lol, nein, das ist wirklich das erste Quidditch-Spiel. Und lol, dafür kriegen wir einfach... Wie geil sieht das denn aus? Oh mein Gott, das ist auf jeden Fall das Thumbnail für die Folge, Leute. Mega geil. Okay, Leute, wollen wir anfangen. 30 Hauspunkte, 10 Energiepunkte und 650 Münzen müssen wir dafür ausgeben. Auf geht's ins erste Spiel der Quidditch-Saison mit mir, Daniel Granger, als Jäger vom Hufflepuff-Quidditch-Team. Los geht's. Oh, es sitzen mal andere Persönlichkeiten auf der Tribüne.
Wie nett. Willkommen zum ersten Quidditch-Pokalspiel Slytherin gegen Hufflepuff. Legt eure Kürbispastete beiseite und klatscht in die Hände für das Team von Slytherin. Ich weiß ja nicht, wie ich das jetzt beurteilen soll, aber die Zuschauer auf der Tribüne sind so ein bisschen scheiße animiert. Naja, was weiß ich schon. Und jetzt für das Team von Hufflepuff mit zwei neuen Jägern, Sky Parkin und Daniel Granger. Wieso mit zwei neuen Jägern? Seit wann ist Sky denn eine neue Jägerin? Naja, egal. Achso, ich muss noch weiter drücken. Guckt euch mal die... Ja, ich sag dazu mal gar nichts. Yay, juhu, Daniel Granger ist in the house. Daniel Granger wird regeln, ja. Hey, jetzt sind sie besser animiert, schön. Wo ist Penny? Und zuletzt unsere Schiedsrichterin, Madame Hooch. Hoch die Ferngläser und viel Spaß beim ersten Spiel des Jahres. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Granger hat den Quaffle und wird vom Slytherin-Jäger verfolgt. Was für ein packender Spielbeginn. Granger muss den Quaffle zu Amari passen, bevor der Slytherin-Jäger ihn sich schnappt. Oh Gott, oh Gott. Uah. LOL! Hä? Oha, ich hab einfach mal... Ich hab noch nie gefailt, aber dann ausgerechnet im ersten Spiel. Oh oh. Der Jäger von Slytherin hat den Pass von Granger abgefangen. Pech für Hufflepuff. Oh nein, Penny! Was mache ich hier? Okay, Leute, ganz ruhig. Noch habe ich einen Versuch. Slytherin hat den Quaffle und die Führung. Wird Hufflepuff sich erheben wie ein Phönix oder in Flammen untergehen? Granger versucht, sich den Quaffle zu schnappen. Eine erfolgreiche Abnahme würde die Chance von Hufflepuff um 59% verbessern. Oh Gott, Daniel, jetzt bin ich gerade wirklich angespannt, Leute. Es war gerade keine Absicht, dass ich irgendwie absichtlich schlechter gemacht hätte. Einfach nur, um Spannung zu erzeugen. Oh Gott. Das ist halt auch nicht so gut, was ich hier gerade mache. Upp, alles toll. Naja, immerhin, Leute, erfolgreiches Manöver. Ey, was war das gerade? Egal, das haben wir zumindest schon mal geschafft. Granger schnappt sich den Quaffle von Slytherin-Jäger wie einen Taschendieb in der Nocturngasse. Ja, Penny, jubel... Was war das? Was ist das für ein Gesicht? Aber, danke, ja, freut mich, Penny. Aber was sieht die da für ein Gesicht? Guckt mal. So ungefähr. Oh Gott, ey. Slytherin scheint verstanden zu haben, dass sie Granger in diesem Spiel im Auge behalten müssen. Der Jäger von Slytherin hat den Quaffle und freie Bahn zum Tor, zu den Torringen. Aber Granger hat etwas anderes vor. Granger muss dem Jäger den Quaffle abnehmen, sonst bekommt Slytherin gleich 10 Punkte. Oh oh, oh 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 oh. Jetzt die Reihenfolge beachten, Daniel Granger. Ja? 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 Und ja, nice, Leute. Das war auf jeden Fall schon deutlich besser. So, gib mir den Quaffle, du komische Kuh. Granger stupst den Quaffle an, der direkt zu Parkin fliegt. Die Erfolgschance für dieses Manöver betrug lediglich 11%. Ja, das ist doch schön. Was, warum wurde jetzt auf sie geschnitten? Das weiß auch keiner so genau. Die Spieler zeigen erste Anzeichen von Erschöpfung, aber das Spiel muss weitergehen. Granger hat den Quaffle. Nach dem letzten Manöver hat der Jäger freie Schussbahn auf die Torringe und trifft. Granger bereitet einen Torschuss vor, aber der Slytherin-Hüter lässt sich nicht so einfach überwinden. Currywurst bleibt drin. So, Daniel Granger, alles hängt von dir ab. Los, regel das. Bumm. Bumm. Alter, das geht mir ein bisschen zu schnell. Oh Gott, das war zu schnell, Leute. Da habe ich jetzt ein bisschen gefailt, würde ich mal sagen. Alter, gibt es sich gerade einen Facepalm? Der Slytherin-Hüter hat das Tor von Granger abgewehrt. Hervorragende Besenarbeit, wenn ich das anmerken darf. Hey, guck mal nicht so. Hey Leute, das ist mein erstes Spiel. Ich stell mich wie so ein Esel an. Dieses Spiel könnte sich mit dem nächsten Spielzug entscheiden und Granger probiert eine Parkins-Pinzette? Dieser Spielzug wurde von der Familie seiner Teamkollegin Sky Parkin erfunden. Ja, die Jäger von Hufflepuff versuchen sich an Parkins Pinzette. Hoffentlich kann Granger das Manöver durchziehen. Heute ist der Quidditch-Profi Ethan Parkin zu Gast auf unserer Tribüne. Was? Er wartet zweifelsohne gespannt auf den Ausgang. Okay, Leute, jetzt kommt's drauf an. Parkins Pinzette, werden wir es schaffen? Wenn es jetzt nicht wieder so schnell geht, heißt das. Ja, das ist auf jeden Fall ein bisschen humaner. Ja, nice. Sehr gut. Damit haben wir Parkins Pinzette zumindest geschafft.
Granger nimmt den Slytherin-Jäger in die Zange und führt sein Team damit vermutlich zum Sieg. Ja? Ist das so? Ich weiß ja nicht. Und was ist jetzt passiert? Der Schnatz wurde gefangen. Für wer? Hufflepuff gewinnt das erste Spiel und ist in einer guten Position für den Quidditch-Pokal. Ja, trotz meiner ziemlich schlechten Vortrags hier. Ja, nee, Vortrag. Nee, was, mir fehlte gerade das Wort, Leute. Ich war auf jeden Fall nicht gerade glorreich in diesem Spiel. Naja, egal, dafür kriegen wir trotzdem 20 Wappen, 30 Hauspunkte und 10 Energiepunkte. Dankeschön, Spiel. Sehr, sehr schön. Ja, damit haben wir das erste Spiel. Ah, da kommt die Animation, Leute. Ich wollte gerade schon sagen, was ist denn jetzt hier wieder los? Jetzt bin ich mal gespannt, wie Sky darauf reagiert, dass ich ihr Manöver genommen habe. So, Sky, dann rede mal mit mir, würde ich sagen. Unser Haushalt hat jetzt bestimmt ausgelassen. Ja? Hallo? Zur Teambesprechung gehen. Lass uns jetzt in die Umkleide zurückkehren und über das Spiel sprechen. Ja, werden wir auch. Leute, ich habe zwar am Anfang der Folge gesagt, dass wir diese Hauptstory weitermachen, aber dadurch, dass jetzt dieses erste Spiel war und ich das ehrlich gesagt ziemlich spannend finde, machen wir das in der nächsten Folge, ja? Weil dann haben wir diese Woche auf jeden Fall die Hauptaufgabe noch durchgekriegt, weil, ne, heute ist ja Freitag wahrscheinlich und von daher am Sonntag kommt dann diese Aufgabe. Aber ich finde das hier gerade sehr, sehr spannend, das zu sehen, was jetzt passiert. Hat sich Skys Harter das Spiel angeschaut? Ich habe gehört, er sei hier. Ja. Wir sind schon auf dem Weg zum Hauspokalspiel. Ja, das stimmt. Hi, Leute. Das war unglaublich. Die Fans, das Spiel, der Sieg, alles zusammen. Nichts ist vergleichbar. Wie fühlst du dich nach deinem ersten Spiel? Ich liebe Quidditch, ich bin überwältigt. Ja, ich liebe Quidditch. Mein Training, die Aufnahme ins Team und jetzt genau, und jetzt das. Genau, was ich gebraucht habe. Ein hervorragendes erstes Spiel, Daniel. Gut gemacht. Du bist jetzt schon eine tolle Ergänzung für unser Team. Uns stehen spannende Zeiten bevor. Danke. Ich bin einfach nur froh, dass wir dieses Spiel für Hufflepuff gewonnen haben. Professor Sprout hat mir gesagt, dass ihr heute einen Sieg erwartet. Leute, kommt zusammen. Komm schon, lass uns den Sieg feiern, Kapitän. Aber was sind wir ohne eine erhebende Teamansprache, Sky Parkin? Ich weiß die Antwort. Sieger! Yay! Juhu! Oh Gott. Ich werde mich kurz fassen, aber unser furioser Sieg über Slytherin verdient einige Worte. Ja, das stimmt allerdings. Ja, wollen wir uns das nochmal kurz antun, Leute? Ja, kommt, wir tun uns das nochmal kurz an. Es dauert sogar nur eine Stunde. Ja, dann bewundern wir mal das Ganze. Also es war auf jeden Fall ein cooles Spiel. Ich fand es auch gut, dass das Spiel mal eine andere Art und Weise, also anders animiert wurde und auch ein bisschen unterschiedlich war im Vergleich zu den Probetrainings. Aber das war auch ehrlich gesagt eine unabdingbare Voraussetzung von mir, weil wenn so ein richtiges Spiel gegen Slytherin genauso aufgebaut wäre wie so ein Testspiel... Das wäre echt sad gewesen, Leute. Haben wir schon geschafft? Oh, das ging jetzt aber schnell. Und damit endet ein wichtiger und ereignisreicher Quidditch-Tag. Wir haben gemeinsam gewonnen, angeführt durch die Entscheidungen von Daniel Granger ganz allein. Aber es war nicht meine Idee, die Entscheidungen zu treffen. Oh, da kommt er wieder. Ich glaube, er ist mit seinem Rollstuhl schneller als Leute ohne Rollstuhl. 240 Punkte zu 110. Hufflepuff erzielt einen umwerfenden Sieg. Willkommen, McNally. Wir waren gerade dabei. Genau, wir waren gerade bei der Besprechung von... Das ist umwerfend, denn Daniel und ich haben eine Nachbesprechung zu erledigen. Ich muss auch mit Daniel sprechen. Hinten anstellen. Ich bin hier, weil ich mich mit Daniel unterhalten muss. Hey, ich bin beliebt, Leute. Ihr alle wollt mit mir reden? Jetzt sofort? Warum unterhalten wir uns nicht alle zusammen? Lasst uns auf das Zelt gehen. Ja, das halte ich auch für eine unglaublich gute Idee. Unterhalten. Ich möchte meine Gedanken sammeln, bevor wir uns auf dem Feld unterhalten. Fangt nicht ohne mich an.
Nein, Sky, auf gar keinen Fall. Deswegen, Leute, lassen wir uns auf jeden Fall noch eine Folge Zeit und werden das in der nächsten Folge machen. Und in der nächsten Folge werden wir auch die Hauptstory hier zumindest, beenden, für den aktuellen Part zumindest. Und ich bin schon sehr gespannt, ob wir nächste Woche dann mit Kapitel 15 anfangen können. Hogwarts Mystery, bitte halte dich ran, es wäre echt toll. Und in diesem Sinne hoffe ich, die Folge hat euch gefallen. Und wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Gerne auch ein Abo auf meinem Logo hier an der Seite. Und wenn ihr gar nichts mehr verpassen wollt, Leute, würde ich mich auch riesig darüber freuen, wenn ihr die Glocke neben dem Abonnieren-Button drückt, weil dann kriegt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video rausgekommen ist und ihr verpasst so wirklich gar nichts mehr. Und ja, ich würde mich da auch sehr, sehr drüber freuen, Leute, hilft mir enorm weiter. Und in diesem Sinne, euch allen einen schönen Tag, macht was draus und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute!